Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin die Miri. Wir sind zurück in der Arktis, wie so oft. Diesmal wirklich auf der Suche nach Sir John. Dazu haben wir unser Luftschiff hierhin geschickt, denn dort hat er seine Schiffe zurückgelassen und ist hier diesen Weg entlang. Und dem werden wir jetzt folgen. Ja, wir folgen den Spuren, die von den Eisbrechern wegführen. Und tatsächlich findet sich hier irgendwas, was wir bergen können. Sir Johns Logbucheinträge. 26. April 1848. Wir mussten die HMS Styx und die HMS Hades zurücklassen. Wir haben den ganzen Sommer darauf gewartet, dass es taut, doch die Wettergötter sind uns nicht wohlgesonnen und die Schiffe stecken noch immer im Eis fest. Ich bin mir sicher, dass wir die Nordwestpassage auch zu Fuß erreichen können, wenn wir landeinwärts laufen. Wir haben zwei Rettungsboote mit den wichtigsten Versorgungsgütern beladen, um sie wie Schlitten über den Schnee hinter uns herzuziehen. Wenn wir das nächste Mal auf Wasser stoßen, wird es eine Passage nach Osten sein. Mit den Rettungsbooten können wir dann einen sicheren Hafen ansteuern. Er hat ein bisschen den Realitätsverlust, glaube ich. 4. Mai 1848. Die Männer werden müde. Zwei Rettungsboote hinter uns herzuziehen war vielleicht etwas zu ambitioniert, denn sie mussten regelmäßig Halt machen, um zu verschnaufen. Ich habe veranlasst, dass alle verbleibenden Vorräte auf eins der Boote umgeladen werden, doch dadurch ist es nun doppelt so schwer zu ziehen. Trotz der Rückschläge ist die Moral sehr gut und wir haben seit dem Winter auf Baffling Island keinen Mann verloren. Na, ob das so bleiben wird, ich bin mir nicht sicher. Flugroute ist eingezeichnet. Lesen Sie Notizen, folgen Sie den Spuren im Schnee. Das machen wir. Wir folgen einfach weiter der Spur. Aha, hier gibt's ein Lager. Manövriere. Mit weiteren Notizen. Wir sind zu einer Wegscheide gelangt. Ich habe eine Mannschaft mit Captain H. Sturgeon durch die Schlucht gen Norden ausgesandt. Eine zweite Mannschaft, angeführt von Kapitänleutnant R. Deyeux, ist über die Schneedünen Richtung Westen aufgebrochen. Die letzte Mannschaft von Kapitänleutnant E. Couch ist zu den Schluchten im Osten unterwegs. 14. Mai 1848. Es ist noch keine der Mannschaften zurückgekehrt. Die Vorräte im Lager werden knapp und es gibt wenig zu erbeuten. Wahrscheinlich würden wir jetzt sogar diese Seerobben verspeisen, die uns die Inuit angeboten haben. 16. Mai 1848. Nur zwei der drei Mannschaften sind zurückgekehrt. Ich fürchte das Schlimmste für Edgar Couch und seine Männer. Es ist hart und grausam hier draußen. Der Rest von uns muss den Weg unverzüglich fortsetzen. Ihr Opfer wird nicht umsonst gewesen sein, wenn wir es schaffen. Captain Sturgeon berichtet, dass die Schlucht sich zu einer Sackgasse verengte. Deyeux berichtet von vielversprechenderen Aussichten. Wir werden den Weg einschlagen, den er ausgekundschaftet hat. Der Untergrund scheint zu dünn, um das Boot zu tragen. Wir wollen ein schönes Spiel sehen. Ich bin sicher, dass uns etwas einfallen wird, wie immer. Aha, die Weltmeisterschaft beginnt gerade. Oder hat eine Attraktivität verloren? Sie waren eine Weile hier, aber wo dann? Ja, das ist eine gute Frage. Das stand jetzt eigentlich hier drin. Also, der eine nach Norden, da ist eine Schlucht. Dann der eine nach Westen, da wollten sie lang. Und eine nach Osten. Also wir wissen, dass wir hier lang müssen, aber ich bin natürlich neugierig, was sich hier so alles ergibt. Deswegen werde ich mal einen kleinen Abstecher hier rüber machen. Mal gucken. Okay, es verengt sich tatsächlich zu einer Schlucht und dann geht es hier nicht weiter. Hätte ja sein können, dass es hier noch was gibt, ne? Ich meine, mit dem Luftschiff kommt man ja überall hin. Ja, gut, aber da geht's nicht weiter. Manövriere. Wir probieren es mal hier drüben. Dort, wo sie die Männer gleich verloren haben. Kurs gesetzt. Flugroute ist eingezeichnet. Oh je, ich glaube. Ja, die sind hier alle abgestürzt. Da sieht man sie. Captain Leutnant Edgar Couch und seine Leute sind hier abgestürzt an diesem Hang. Okay. Der wäre sicherlich auch noch weitergegangen, wenn sie darüber gekommen wären. Aber ja, schade war's. Na gut, wir verfolgen den richtigen Weg.
Hier sind sie weiter. Oh, was ist hier passiert? Oh, ich glaube, das Boot ist hier abgestürzt. Das Eis war wohl wirklich nicht dick genug. Da liegen Männer auch in dem Graben. Oh je, ich glaube, da haben sie ein paar Leute verloren. So, also das Boot hatten sie nicht mehr. Dann sind sie zu Fuß weiter, wie man hier sieht, an den Fußspuren. Hier hinten ist wieder was. Da ist die nächste Marke. Ja, und von dort aus, hier unten ist wieder, da sind wieder Spuren. Steuere! Ist natürlich zum Teil auch alles ein bisschen verweht, ne? Mich wundert ja, dass wir überhaupt noch was sehen. Ich habe Angst um sie. Okay, Kumak ist wieder nicht besonders erpicht darauf. Hier, Vollmatrose Simon Wolf haben wir hier verloren. Auf Kurs! Also sie sind auf jeden Fall in diese Richtung. Und von dort aus? Das ist jetzt die gute Frage. Hallo? Steuere! Beweg dich mal. Von dort aus? Wohin sind sie von dort aus? Hier hinten sehe ich noch Spuren. Auf Kurs! Sie sind wohl da lang. Meine Güte. Wie konnte sich das nur in Rauch auflösen? Ja, da müssen wir mal eine Aufgabe geben, die auch lösbar ist. Das war wegen diesem blöden Bug, den ich nicht... Flugroute ist eingezeichnet. Wenn das Schiff, das ich geleiten soll, nicht existiert, ist das ein kleines Problem, mein Lieber. Mein Lieber, Lieber. Okay. Kurs gesetzt. Also hier vorne ist auf jeden Fall irgendwas. Oha, hier haben sie wieder kampiert. Da gibt's wieder was zu bergen. So, neue Notizen für uns. 21. Juni. Oh, das ist ja über einen Monat später. Vielleicht waren die Warnungen dieser Inuit begründet. Die Eiswüste war heimtückisch und wir haben sowohl Männer als auch Ausrüstung verloren. Ich sehe Dunkelheit in den Augen der Überlebenden, nun da wir ihre Kameraden begraben mussten. Da außerdem unsere Vorräte zur Neige gehen, ist ihr Ärger durchaus nachvollziehbar. Doch sie sind loyale Männer und sie wissen, dass sie nicht alleine überleben können. Sie werden sich nur gegen mich stellen, wenn ich mich geschlagen gebe, und das werde ich nicht tun. Ein blanker Berg liegt vor uns. Ich musste meinen Schreck unterdrücken, als er plötzlich auftauchte und klar wurde, dass wir den gefährlichen Aufstieg auf uns nehmen müssen, denn die Moral unter den Männern beginnt bereits zu bröckeln. Als ihr Anführer würden sie mich für verrückt halten, wenn ich ihnen nun befehlen würde, umzukehren und sich erneut den Schrecken der Eiswüste zu stellen, die wir doch gerade erst hinter uns gelassen haben. Nein, wir werden klettern. Und auf dem Gipfel, so bin ich mir sicher, wird uns die Aussicht auf das glitzernde Wasser einer Nordwestpassage begrüßen und unseren Hunger stillen. Sie haben alles zurückgelassen, um den gefährlichen Aufstieg zu schaffen. Ja, da sind auch allerdings auch ein paar draufgegangen. Captain Hamish Sturgeon. Und, ja, da klebt auch noch einer hier an der Eiswand. Hier sind welche gestorben. Meine Güte, der hat seinen Weg echt mit Leichen gepflastert. Aber sie sind hier weitergekommen. Offenbar. Da sind auch noch mal ein paar draufgegangen. Wundarzt Jebediah Springs, das ist schlecht. Ohne Arzt. Tja, hier sind sie wohl lang. Und da liegt die nächste Leiche. Tja, und jetzt? Ah, hier vorne. Was haben wir denn hier? Noch mehr Leichen? Flugroute ist eingezeichnet. Ein weiteres Zelt, sozusagen. 30. Juni. Ja. 30. Juni 1848. Ich habe meinen besten Mann, Captain Sturgeon, in den Bergen verloren. Der arme Mann war zu verängstigt, um mir Recht zu geben. Einige haben es geschafft, doch alle sind hungrig und verzweifelt. Man braucht hier oben bergeweise Essen, um genug Energie zu haben, doch wir haben keines mehr übrig. In der Nacht war Schnaufen und Knurren zu hören. Entweder wir essen die hier lebenden Bären, oder sie werden uns fressen. Oh oh. Land der Bären. Jäger müssen stark sein, wenn sie hierher kommen. Ja, das waren die dann wohl eher nicht mehr, würde ich behaupten. Suchen Sie nach den Bären, die erwähnt wurden? Ach herrje. Die soll ich jetzt auch noch finden? Also hier sind ja auf jeden Fall die Spuren.
der Leute. Dann wollen wir mal hoffen, dass sie die Bären wirklich erwischt haben. Was haben wir denn hier? Nee, da bin ich hergekommen, ne? Da bin ich hergekommen. Wir wollen in diese Richtung. Denke ich zumindest. Hier sind wieder Spuren. Also wieder eine Person verloren. Ich frage mich allmählich, wie groß diese Crew war. Also ich habe jetzt die Bären bisher nicht gefunden. Hätte ich die hier irgendwo finden sollen? Hier oben vielleicht? Flugroute ist eingezeichnet. Manövriere. Sieht für mich jetzt nicht unbedingt so aus, als wäre hier irgendwo ein Bär. Steuere. Nö, dann verfolgen wir einfach die Spuren, oder? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich die Bären suchen soll. Flugroute ist eingezeichnet. Hier ist auf jeden Fall irgendwas, was ich einsammeln kann. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Oh nein, wo ist das? Wo sind sie da krank? Die Waffenruhe wurde beendet. Das schafft er schon irgendwie. Luftschiff. Hier? Nee, das ist. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie was übersprungen hier. Wir wollen das ja schon nach der Reihenfolge machen. Moment. Also hier war das Lager. Steuere! Von dort aus sind wir den Spuren gefolgt. Hier. Da ging's lang. Dann sind die durch diese Schlucht hier durch. Flugroute ist eingezeichnet. Oh, ich glaube, ich habe die Bären gefunden. Oh oh. Das sind auf jeden Fall einige Bären und die haben einige erwischt. Ja. Guten Tag. Kurs gesetzt. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir haben die Bären gefunden, aber einige müssen hier entkommen sein. Steuere. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter hoch. Da sind wieder welche draufgegangen. Auf Kurs. Ein Sturm zieht auf. Ihr Vogel wird taumeln wie eine Feder im Wind. Man fragt sich, wo wir als nächstes hingegangen sind. Ihr wisst jetzt stürmisch? Ja. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Also die müssen ja eigentlich hier weiter hoch sein. Ja, das ist schon ziemlich krass, was für einen Weg die hier zurückgelegt haben. Und das alles durchs Eis. Hier liegt natürlich wieder eine Leiche. Dann scheint es hier weiter zu gehen und hier ist der nächste Tagebucheintrag. So. 3. August. Oh, das ist jetzt wieder über einen Monat vergangen. Sir John hat mich, Kapitänleutnant Remy de Jeu, mit der Fortführung seines Logbuchs beauftragt, da er zu schwach ist, selber den Stift zu Papier zu bringen. Doch auch für mich werden wohl nicht mehr viele Einträge zu schreiben sein. Wir werden zwar nicht mehr von Bären verfolgt, doch da wir unseren Kompass verloren haben, irren wir seit Tagen und Wochen in den Hochtälern herum, die alle gleich aussehen. Wir sind nur noch zu sechst. Captain Faithful, Sergeant, der erste Offizier, Little, ein Ingenieur, Hoxson, ein Arzthelfer, Irving, ein Schiffsjunge und ich. Der Junge ist noch am Leben, weil er ein guter Kamerad ist. Niemand hat es über sich gebracht, ihn zu verspeisen. Das Fleisch der Bären hat nicht lange gereicht. Sir John hat uns beschworen, niemals jemanden von dieser Schande zu erzählen. Doch wem sollten wir schon davon berichten? Oh je. Die haben den Jungen gegessen. Oder... Beziehungsweise sie haben andere Kameraden gegessen. Ach je. Die Hoffnung ist dahin. Die Nacht gehört Amarok. Eieieiei. Wenn Sir John schon zu schwach ist, um den Stift zu halten, wie lange wird das noch machen?
ja überall Leichen. Hier ist der nächste Tagebucheintrag. Mal gucken. 7. August. Sir John spricht wieder. Er sagt, heute Nacht sei ihm im Schlaf der Umriss eines großen Wolfs erschienen, der uns kennenlernen möchte. Unser Rudel besteht nur noch aus 3 Mitgliedern. Sir John, der junge Irwin und ich, Remy Dieux. Wir werden Sergeant, Little und Hoxton nie vergessen. Ebenso wenig wie die anderen, die gestolpert und gestürzt, erfroren, erkrankt, verhungert, ertrunken, durch Spalten gefallen oder von Bären gerissen worden sind. Und wir gedenken jenen, die, als uns die Vorräte ausgingen, den Kürzeren gezogen haben. Doch wofür? Falls es tatsächlich eine Passage gibt, so haben wir sie nicht gefunden. Obwohl er verrückt geworden ist, werde ich Sir John bis zu unserem Ende nicht von der Seite weichen. Der wild entschlossene Schiffsjunge Irving ist unser Schutzgeist, der im tiefsten Schnee mit übermenschlichen Kräften die erwachsenen Männer abgewehrt hat, die seine Beine zu Abend essen wollten. Ach, herrje. Ach, herrje. Die Männer, die ihrem Faithful hier hingefolgt sind, sind keine Männer mehr. Tja, oh mein Gott, ey. So, und hier sind sie wohl links abgebogen. Und wir uns schon wieder hier rumtreiben. Ein irrsinniges Labyrinth. Kurs gesetzt. Also falls sie noch leben, haben sie auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte erlebt. Flugroute ist eingezeichnet. Mir ist schon wieder ein bisschen schlecht bei dem ganzen Kannibalismus. Ach hey, da steht jemand. Da steht jemand. Auf Kurs. Hallo? Willst du dich jetzt mal bitte bewegen hier? Flugroute ist eingezeichnet. Wir haben es geschafft. Dort. Schon lange tot und dennoch lebendig. Amarok hat sie verschont, damit ihre Geschichte weitergegeben werden kann. Zu spät! Zu spät! Alle sind tot! Meine Vermessenheit vor den Göttern! Wir waren von Anfang an dem Untergang geweiht! Meine Sturheit, mein schändlicher, fahrlässiger Ehrgeiz. Ich hätte dort draußen mit ihnen sterben müssen. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, würde ich sagen. Na, das John. Wird ein Wiedersehen. Mein John. Ich bin nicht mehr John. Ein Phantom, Teuerste. Verdammt, auf ewig in dieser Ebene zu verweilen. Sag, was du willst, John. Ich habe alles getan, um dich zu finden. Und ich habe nicht vor, dich nun aufzugeben. Mit dir konnte ich nie streiten. Oh. Es tut mir leid um Sir John. Er hatte eine schwere Zeit, so wie sie alle. Ich bin ihnen so dankbar. Glauben Sie nicht, ich hätte Ihre Belohnung vergessen. Aber nun muss ich erst einmal meinen Gatten nach Hause bringen. Okay, Leute. Das war's. Wir haben Sir John gefunden. Kaum mehr als eine kleine Notlüge. Sir John Faithful gefunden. Sir John und Lady Jane wieder vereint. Sag mal, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ja? Lady Faithful lobt die alles entscheidende Unterstützung von Naki Teriyaki. 3 heldenhafte Überlebende kehren endlich zu ihren Liebsten zurück. Sir John Faithful wird für seine tapfere Führung ausgezeichnet. Gerüchte über Kannibalismus werden vehement zurückgewiesen. Sie haben sich definitiv nicht gegenseitig verspeist. Haben sich nicht gegenseitig aufgefressen? Wollen die mich auf den Arm nehmen? Meiner ist zumindest noch dran. Okay. Ja, Leute, also beim Thema Kannibalismus, da wird mir ja immer schon so ein bisschen schlecht, ne? Weiß nicht, wie es euch geht, aber mir wird da richtig übel von dem Gedanken. Ich kann sowas gar nicht ab. Aber nun gut, wir haben es geschafft. Wir sind wieder zurück. Flugroute ist eingezeichnet. Wir werden einmal noch zu Lady Janes Clipper zurückkehren. So mutig und so viele Leben gerettet. Damit haben wir die Story in der Arktis erledigt. Die Flammen wurden gelöscht. Das ist doch auch mal eine gute Neuigkeit. So, ja, hier wird schon wieder was ausgeladen.
Den habe ich hier hingeschickt, um weitere Häuser bauen zu können. Das werden wir auch gleich mal tun. Also wir brauchen ja einige Techniker. Habe ich hier, sag mal, rum, transportiere ich schon hier rüber, oder? Ich muss mir meine Routen nochmal anschauen. Was transportieren wir denn hier eigentlich schon hin? Also, da kommt auf jeden Fall schon Konserven und Rum. Schnaps ist da. Okay. Ja, für die restlichen brauche ich dann vielleicht auch nochmal eine Route. Die Decker könnten uns als Windschutz dienen. Kommen wieder die besten Vorschläge. So, erstmal noch ein paar Leute aufsteigen lassen. Eigentlich könnt ihr ja so ziemlich alle aufsteigen. Also so ziemlich. Ich kann kaum glauben, dass ich hier bin. Ja, das glauben wahrscheinlich andere auch nicht so richtig. Dass sie an so einem Ort gestrandet sind. So, die Post müssen wir freischalten. Und wir haben auch schon mehr als 250 Techniker-Arbeitskräfte und damit können wir die Arktis-Förderstätte aufbauen. Allerdings fehlt uns hier noch ein bisschen was. Wir brauchen noch ein bisschen Stahlträger. Die holen wir uns am besten hier vorne. Wenn Sie kurz wegschauen würden. Klar. Gar kein Problem. Sie beharren, wo andere aufgeben. Ja, wir bekommen was. Ich habe Ihnen versprochen, Sie zu belohnen. Und das habe ich nun getan. Ja. Ich danke Ihnen, dass Sie meinen geliebten John gefunden haben. Propeller drehen. Gern geschehen. So, was haben wir dafür bekommen? Wir haben ein Museums-Item bekommen, die Nachbildung der HMS Hades. Ein legendäres Item und wir haben einen erfreulich flinken Flaschenzug für Luftschiffe bekommen. Bewegungsgeschwindigkeit und Verladegeschwindigkeit wird dadurch erhöht. Das wäre ja dann eher was für unsere Routen. Wartet mal, die werden doch hier hinten immer beladen. Vielleicht können wir gleich den ersten hier schon mal mit sowas beglücken. So. Erwarte neuen Kurs. Dann geht das hier hoffentlich alles ein bisschen schneller. Ja, und das hier würde ich zu unserem Museum bringen. Da könnten wir zum Beispiel die Morgenröte drauf ansetzen. Auch der große Sir William Perry musste sein Schiff, die HMS Glühende Wut, aufgeben. Sie muss noch irgendwo da draußen sein. Die HMS Glühende Wut. Ich habe früher seine Expeditionen im Garten nachgespielt und kenne die Koordinaten der HMS Glühende Wut noch immer auswendig. Ach so? Kurs gesetzt. Ja, wir können auch mit den Luftschiffen hier einfach irgendwo wild langfahren und dort ein bisschen Schrott aufsammeln. Also ähnlich wie den Schrott, den wir aus dem Meer ziehen können, gibt es den auch auf der Eiswüste. Den kann man dann für spezielle Sachen nutzen. So, wir wollten Stahlträger. Nehmen wir mal 20 Stück, 30 Stück mit. Ja, sonst noch irgendwas? Ein paar Parkers schon mal. Und natürlich Öllampen. Ganz wichtig. Das hier können wir dafür hier ausladen. Und ja, wir nehmen auch ein bisschen Kaffee nochmal mit. Flugroute ist eingezeichnet. Okay. Und dann haben wir demnächst unsere erste Arktis-Förderstätte mitsamt Technikern. Und das ist schon was ziemlich Cooles, muss man schon sagen. Also ich würde jetzt auch so viele Techniker aufsteigen lassen, wie irgendwie geht, ehrlich gesagt. Weil dann können wir hier mehrere betreiben. Es gibt ja hier drüben auch nochmal ein Gasvorkommen. Ich weiß natürlich nicht, wie jetzt hier die Wärmeversorgung ist. Wir kommen... Doch, das würde gehen. Das würde, denke ich, gehen. Wir probieren es mal. Hier. Bereit. Gut, jetzt habe ich natürlich das hier zuerst aufgebaut. Das lag jetzt einfach daran, dass diese Gaspumpe muss noch gebaut werden. Daran hakt es so ein bisschen. Aber das erste Gas wird gefördert. Und zwar, ich glaube, es gab da auch so einen Schlüssel. Wenn die 3 haben,
Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich jetzt auch erstmal nachgucken, wie das genau war. Die haben natürlich eine gewisse Geschwindigkeit, mit der sie arbeiten. Höhe stabil. So. Und ich glaube, das war auch wieder mit Dreien ist es perfekt oder bei 100% oder so. Also bin ich froh, dass ich nicht mehr dein Tankwart sein muss. So eine Unverschämtheit, ich sag's dir. So eine Unverschämtheit. Ah, der Mann, ey. Ja, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wann der bei 100% landen wird. 1,5 Minuten, das könnte hinkommen. Alle 1,5 Diese Minuten. Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Gut, wir haben hier eine Schullehrerin. Die nehmen wir natürlich auf. Und, achso, Moment mal, hier ist ja irgendwas in die Luft geflogen. Da müssen wir natürlich wieder aufbauen. Die Dynamitfabrik. Okay. Ach so, und ganz wichtig, wir haben ja unsere erste Fußballmeisterschaft durchgeführt. Ja, leider sehen wir jetzt davon nicht mehr allzu viel, glaube ich. Da spielt gar keiner mehr. Doch, da kommen sie. Oh, schaut mal, wir können das Fußballspiel sogar beobachten. Willkommen in der größten, großartigsten und gefragtesten Arena der neuen Welt. Und der einzigen überhaupt. Es sind ein bisschen wenig Fußballspieler, es sind nur 5 pro Mannschaft, aber okay. Gibt auch noch ein paar Ersatzspieler, wie man sieht. So, dann geht's wohl los. Das Huhn da hinten macht mich fertig mit dem Hahn. Das macht mich komplett fertig. Ja, spielt ihr denn auch mal los? Jawohl, es geht los. Wieso rennen? Was für ein Spiel! Und? Schießen sie? So, los! Jawoll! Tor! Geil! Fotografiert wird auch gleich. So, das können wir uns auch gleich anschauen. Welch magischer Augenblick! Sie, Kameradschaft! Trikots, die vom Leib gerissen werden! Einfluss. Okay. Tribut für die Fans. Wir nehmen natürlich das Höchste. Und bekommen 25 Einfluss dafür. Warum nur 25? Hat er nicht 50 gesagt? Lassen Sie hochleben. Und dafür bekommen wir jetzt das Tor des Jahresfest. Attraktivität des Festes 100. Dauert 20 Minuten. Ach so, da wird jetzt danach nochmal ein bisschen gefeiert. Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Ich verstehe. Ja, sehr schön. Also, das war unsere erste Fußballmeisterschaft. Es gibt jetzt einen gewissen Cooldown von 20 Minuten, während eben dieses Tor des Jahresfest stattfindet. Und wir haben 25 Einfluss mehr durch Meisterschaft, wie wir sehen. Je mehr Leute wir hier haben, desto mehr... Tanze, ja. Tanze, bis die Nacht untergeht. Ja, fröhliche Artistas. Genau, also je mehr Artistas wir haben, desto größer die Meisterschaft, desto mehr Einfluss bekommen wir. Eine ganz coole Sache, wie ich finde. Ich bin froh, dass es das gibt. Früher war das wirklich ein einziger Krampf mit dem Einfluss. So kann man es jetzt doch ein bisschen entspannen. So, und wir schauen wieder in die Expedition rein, die archäologische Expedition. Die Blumenesser. Die blauen Blumen haben die Mitglieder der Expedition in ein beängstigendes Delirium versetzt. Entlang der beschaulichen Dörfer in diesem Delta bewundert die Mannschaft die eigenartigen Wasserpflanzen, Körbe, die mit Blumen und Früchten beladen sind. Sie schwimmen überall herum und die Mannschaft brennt darauf, sie zu probieren. Sehen Sie, es schadet Ihnen nicht, sagt der Kapitän aufmunternd, als sie sich an einem lauschigen Nachmittag mit einigen Einheimischen am Ufer des Flusses anfreunden. Aber die Ruhe währt nicht lange, bis das blumige Festmahl bei der Expeditionsgruppe wilde Halluzinationen hervorruft. Eieieiei. Wir können den Doktor einschreiten lassen, 55% Erfolgschance. Oder wir fragen die Einheimischen, was passiert ist. Oder wir warten einfach ab. Ach, wir können vielleicht die Einheimischen mal fragen. Die Seeleute können irgendwie kenntlich machen, dass es ihnen nicht gut geht. Viele der Blumenesser nehmen Selbstvisionen wahr, genau der Effekt, den sie vom Verzehr der Pflanze erwarten.
Die Einheimischen unterbrechen ihre eigenen leuchtenden Träume und helfen ihrer Expedition hindurch, als sie erkennen, dass sie nicht die Erfahrung für eine solche rituelle Reise mitbringt. Am nächsten Tag sind die kosmischen Reisenden erleichtert, dass sie auf das viel vertrautere Schaukeln des Schiffs zurückkehren dürfen. Oh je, haben sie so einen richtigen Rausch erlebt. Und die Piratenjagd kommt auch noch hinterher. Ach, wir haben mal wieder ein Geisterschiff gefunden. Wir werden es natürlich entern mit Hilfe unserer Aureus-Münze, die wird uns Glück bringen. Das ist nicht einfach nur Arbeit. Und der Himmel ist uns hold, ich hab's ja gesagt. Sehr gut. Weiter geht's. Großartig. Ach, wie schön, Leute. Die Meisterschaft lief gut und wir haben endlich eine neue Quelle für Einfluss. Das ist doch ein schönes Ergebnis dieser Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.